So, mein kleines Kätzchen, nun hab ich dich endlich. Nun kletter nicht wieder auf die Bäume. Du bist schließlich kein Affe. Wow, Fiona, du bist echt eine gute Katzenretterin. Ich kann nicht mal abschätzen, wie viele Katzen du schon gerettet hast. Das war Nummer 99. Herr Bürgermeister, Sie haben all meine geretteten Katzen gezählt? Aber selbstverständlich. Nur noch eine weitere Katze. Und dann hältst du den Weltrekord für die meisten aus Bäumen geretteten Katzen. Obendrein erhältst du eine Trophäe und eine noch größere Party. Eine Trophäe und eine große Party? Mensch, was sagst du denn dazu, Fiona? Ziemlich cool, hä? Oh, Paulchen, ich rette doch keine Katzen wegen der Trophäen. Ich tue es einfach, weil es nun mal meine Aufgabe ist. Das mit dem Rekord ist schön zu wissen, Herr Bürgermeister, aber es ändert wirklich rein gar nichts daran, wie ich meine Aufgabe erledige. Sprich für dich selbst. Ich hätte gerne eine Trophäe und eine Party. Nun, Herr Bürgermeister, wie nah bin ich denn eigentlich an einem Weltrekord dran? Also, dir ist nun schon 15 Mal etwas aus einem Baum auf den Kopf gefallen. Das müsste nun noch 1000 Mal passieren, bevor du einen Rekord aufstellst, Paulchen. Oh, tja, das wären dann noch 999 Mal. Ich kann schon fast den Partykuchen schmecken. Fiona, viel Glück bei deinem Rekord! Du hast mich inspiriert, den Rekord im Kistenstapeln aufzustellen. Oh, danke, Stefan, aber ich mache nur meinen Job. Hallo, Fiona. Ich wünsche dir viel Glück beim Rekord. Ich zähle auf dich. Oh, danke, Zara, aber ich mache nur meinen Job. Ich dachte schon, ich komme überhaupt nicht an. In der ganzen Stadt wird mir Glück gewünscht wegen diesem blödsinnigen, albernen Katzenrekord. Woher wissen die das eigentlich alle? Nun, ich habe es ein paar wenigen Leuten erzählt. Mit ein paar wenigen Leuten meine ich die ganze Stadt. Notfalldienstzentrale? Ja? Gar kein Problem. Tatsächlich warten wir schon den ganzen Tag auf solch einen Anruf. Fiona, eine Katze steckt auf dem Baum beim Teich fest. Das könnte es sein, deine Chance, den Rekord aufzustellen. Das könnte dir die Trophäe und die Party bescheren. Jetzt lasst uns alle mal auf dem Boden bleiben. Da draußen braucht eine Katze unsere Hilfe. Nur darauf kommt es wirklich an. Nun kommt schon, es ist Zeit für Action! Los, auf geht's, Fiona! Stell den Rekord auf, Fiona! Du schaffst das schon! Danke euch allen, aber ich mache nur meinen Job! Fiona, siehst du das? Dort muss wohl die Katze sein! Oh, wie aufregend das ist! Denk nur, wir könnten Rekordhalter sein in nur wenigen Minuten! Oh, ich bin nur hier, um meinen Job zu machen. Aber nun... Ich schätze, es schadet nicht, dem Rekord etwas entgegenzufiebern, oder? Ist vielleicht ganz schön, Weltrekordhalter zu sein. Und so eine Party wäre sicher auch schön. So ist es recht. Keine Angst, Fiona ist hier. Schon bald bist du wieder in Sicherheit, kleines, Äffchen? Oh, keine Katze. Ich frage mich, ob wohl ein Affe auch für den Rekord zählen wird. Ich fürchte nicht. Nur die Rettung einer weiteren Katze zählt. Aber keine Sorge. Ich bin ganz sicher, du rettest bald eine weitere Katze, Fiona. Und dann ist eine Party angesagt. Oh, dabei fällt mir ein, ich muss ja noch die Mini-Quiche bestellen. Nun, wir haben immerhin den Affen gerettet. Und das ist doch schließlich das Allerwichtigste. Lass uns gehen, Paulchen. Ja, du hast wohl recht. Nun ja, vielleicht haben wir ja Glück und mir fällt etwas auf den Kopf. Fiona, ich bin bereit für die große Party, sobald du eine weitere Katze rettest. Was sagst du dazu? Das ist toll, Herr Bürgermeister. Dankeschön. Ich gebe zu, Paulchen. Irgendwie freue ich mich doch etwas auf diesen albernen Katzenrekord. Ich dachte schon, das Fieber wird dich nie packen, Fiona. Es ist absolut nichts Falsches daran, etwas entgegenzufiebern, solange du nicht die wirklich wichtigen Dinge aus den Augen verlierst.
Selbstverständlich, Paulchen. Keine Sorge. Ich vergesse natürlich nicht, dass meine Arbeit vorgeht. Notfalldienstzentrale? Ja? Wirklich? Okay, ich schicke sie gleich vorbei. Aufregende Nachrichten, Helden. Bei Kasimir Krähes Haus steckt eine Katze im Baum fest. Eine Katze? Wirklich? Ja, das ist meine Chance auf den Rekord und eine Party. Kein Anlass zur Sorge. Sie macht nur ihren Job. Ich folge ihr besser, nur für den Fall. Ah! Oh, wo ist... Ah! Fest! Einen Moment, das ist gar kein... Oh, oh! Das klingt nicht nach einer Katze. Vielleicht ist es eine sprechende Katze. Fiona, Katzen können nicht... Hier, Kitty, 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 Kitty. Ah! Kasimir Krähe, du bist keine sprechende Katze. Nö, nein, nicht, dass ich wüsste. Was hattest du denn in dem Baum zu suchen? Ich hatte Heißhunger auf Äpfel, also habe ich mich entschlossen, zum Apfelpflücken in den Baum zu klettern. Was ging schief? Oh, das ist ein Orangenbaum. Ich bin froh, dass wir dich retten konnten, Kasimir. Aber es scheint langsam so, als würde ich niemals diesen Rekord aufstellen. Paul, Fiona, kommt bitte schnell. Es gibt einen Notfall. Sieht aus, als sei es Zeit für Action. Dort steckt eine Katze im Baum fest. Tatsächlich eine Katze. Ich kann endlich den Rekord aufstellen und die Trophäe einheimsen. Hilfe! Hilfe! Fiona, die Katze kann warten. Du musst sofort... Keine Sorge, Kitty. Fiona ist hier, um dich zu retten. Helf mir! Feuer! Hilfe! Hey, Paulchen, gibt es irgendwas, was ich tun kann? Ja, sofort, Hector. Warte einen Moment. Fiona, stopp! Hotdog Herbie braucht deine Hilfe. Aber die Katze! Hector, der Helikopter kann die Katze retten. Du musst dich unbedingt um Herbie kümmern. Herbie? Hilfe! Oh nein! Hilfe! Du hast recht, Paul. Ich war zu versessen auf die Trophäe. Ich komme schon, Herbie! Hector, kannst du dieser armen Katze vom Baum runterhelfen? Und ob! Geschafft! Und jetzt kannst du runterkommen, Herbie. Danke für die Hilfe, Fiona. Ich war kurz davor, wie meine Hotdogs gegrillt zu werden. Ich bin froh, dass ich helfen konnte, Herbie. Denn das ist immerhin mein Job. Ich bin stolz auf dich, Fiona. Du hast das Richtige getan. Tut mir leid, Paulchen. Ich hatte das wirklich Wichtige aus den Augen verloren. Ich schätze, der Weltrekord ist mir etwas zu Kopf gestiegen. Das passiert nicht wieder. Oh, da fällt mir gerade ein, wie geht es der Katze? Vielen Dank für die großartige Hilfe, Hector. War mir ein Vergnügen, Fiona. Es tut mir leid, dass du den Rekord nicht aufstellen konntest. Oh, das ist nicht so wichtig, Hector. Fiona, ich hörte, du hast fast den Rekord aufgestellt. Tut mir leid, Herr Bürgermeister. Aber ich musste Hotdog Herbie retten. Ich war nun mal die Einzige, die das machen konnte. Und Hector konnte die Katze retten. Das erfordert viel Tapferkeit, Fiona. Und zwar so viel Tapferkeit, dass ich dir den Tapferkeitspreis verleihen werde. Wow, einen Tapferkeitspreis? Das klingt aber sehr wichtig. Wie kommt's, dass ich noch nie davon gehört habe? Weil ich ihn mir gerade ausgedacht habe. Aber niemand verdient ihn mehr als Fiona. Doch genug geredet. Es ist Partytime. Sie hätten sich nicht solche Umstände machen müssen, Herr Bürgermeister. Oh, es war überhaupt kein Umstand. Ich hatte ja schon alles für die Rekordparty vorbereitet. Und du weißt, ich lasse keine gute Party ungefeiert. Trabidabidu, Trabidabidabidu. Läuft bei dir, Paulchen? Die Ampel ist kaputt. Ich warte auf Robby, der sie reparieren wird. Bis dahin muss ich leider den Verkehr regeln. Ich bin der einzige Polizist hier in der Stadt. Typisch. Bei mir ist aber auch immer rot. Ja, und ich habe es so eilig heute Morgen. Alles klar, Rolli. Du zuerst. So, und jetzt du, Tobi. Mach langsam, Tobi. Immer doch. Cool. Hey, Kasimir, was hältst du davon, wenn du mal ganz kurz für mich übernimmst? Wirklich? Ein waschechter Polizeibeamter? Nun, es ist nichts Offizielles. Bleib einfach hier und regel etwas den Verkehr. Es ist nicht schwer. Weißt du, wenn du willst, Paulchen, kann ich hier für den ganzen Tag übernehmen. Wirklich? Das würdest du tun? Ja, ich mach dich sehr stolz, Paulchen.
Okay, klar. Ich habe heute noch jede Menge andere Dinge zu tun. Danke, Kasimir. Bekomme ich eine Mütze? Sorry, ich habe keine. Eine Marke? Nein. Ein Donut? Negativ. Eine Waffe? Ganz bestimmt nicht. Hier, du kannst diesen Strafzettelblock haben, wenn du willst. Wow, danke! Links, 2, 3, 4, links, 2, 3, 4, links, 2, 3, 4, oh, oh! Vorsicht, Freundchen, ich bin hier offiziell ein Polizist im Verkehrsregeleinsatz. Naja, wenn da nur Verkehr wäre. Junge, Junge, da kommt mein erster Kunde! Halt! Was ist los, Kasimir? Du darfst nicht weiterfahren, bevor ich dir ein Zeichen gebe. Warum? Weil ich jetzt für das Polizeipräsidium arbeite. Wirklich? Woher weiß ich, dass das stimmt? Nun, weil, siehst du... Hier! Okay, du bist ein Polizist. Und jetzt? Es ist sicher. Weiterfahren. Halt, das ist ein Befehl! Was jetzt? Dein Schnurrbart hängt runter. Die anderen Fahrer kriegen ja schlechte Laune bei deinem griesgrämigen Gesicht. Was? Welche anderen Fahrer? Also Gefahr für die Öffentlichkeit? Ich halte mich nur an das Gesetz, Benny. Einspruch kannst du beim Bürgermeister einlegen. Schönen Tag noch. Ist das jetzt etwa auch ein Befehl? Gutes tun fühlt sich toll an. Ich muss ein wenig auf Patrouille gehen, um noch viel mehr Gutes zu tun. Polizeibeamter Kasimir Krehe zu Ihren Diensten. Hotdog Kirby, halt! Hey, Kasimir, was läuft bei dir? Für dich bitte Polizeibeamter Kasimir Krehe. Beamter? Ja, heute Morgen ernannt worden. Also ich sorge für die Sicherheit von dir, Otto Normalbürger. Aber ich heiße Herbie. Egal, du darfst die Straße nur an den Kreuzungen überqueren und nicht in der Mitte vom Block. Du gibst mir einen Strafzettel? Ich tue nur meine Pflicht, Bürger. Einspruch kannst du beim Bürgermeister einlegen. Schönen Tag noch. Wow! Sorry. Kein Grund zur Besorgnis, Bürger. Mein Gesetzeshüterfuß ist okay. Au, ah! Hier, Bürger. Für was ist das? Für dieses riesige Loch hier. Hä? Oh, und noch ein für dich, Tessa. Dafür, dass du ihn nicht am Lochgraben gehindert hast. Das ist albern. Wie sollen wir die Leitung reparieren, ohne ein Loch zu graben? Und was, wenn da jemand reinfällt? Deshalb haben wir ja Absperrungen. Trotzdem, das Loch ist eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Seht ihr? Ihr bekommt gleich den nächsten Strafzettel, weil ihr den Polizeibeamten Krehe nicht recht gegeben habt. So. Was für eine Mahlzeit. Zeit für ein kleines Verdauungsschläfchen, was meinst du? Oh, klingt gut. Hör mal, was Kasimir angeht. Glaubst du denn wirklich, es war so schlau, ihm die Kreuzung zu überlassen? Es ist doch nur eine kaputte Ampel. Was kann da denn schon schiefgehen? Notfalldienstzentrale? Ja? Oh, verstehe. Ich schick sie los. Paul, der Verkehr staut sich durch die ganze Stadt. Es ist so schlimm, dass einige Autos sogar auf dem Bahnübergang feststecken. Hä? Das ist gar nicht gut. Und was ist, wenn ein Zug kommt? Das kannst du laut sagen. Es ist Zeit für Action! Kasimir! Wo ist dieser Tollpatsch bloß? Jetzt vergiss Kasimir. Lass uns lieber erstmal hier aufräumen. Okay, Elke. Stoß einen halben Meter zurück. Tom, schlag ein und fahr hier rüber. Gut, Andi. Zieh das Auto von den Gleisen. Puh, das war sehr knapp. Dann knöpfen wir uns jetzt mal die Krähe vor. Aha! Wofür war das? Lärmbelästigung! Oh, ups! Und noch einer für Geruchsbelästigung! Aber ich mach nur meinen Job!
Machen wir alle, Kumpel, machen wir alle. Einspruch kannst du beim Bürgermeister einlegen. Ich bin nur der Polizeibeamte. Ein leidgeprüfter Polizeibeamter. Hey, einen Moment mal bitte, Andi. Wie du weißt, darf nur ein Auto nach dem anderen über die Kreuzung fahren. Jedes Auto einzeln. Ich schleppe ihn ab, Kasimir. Sorry, Andi. Gesetz ist Gesetz. Sprich mit dem Bürgermeister, wenn's dir nicht passt. Ah, okay. Na also gut, ich fahr dann jetzt mal weiter. Einen Moment mal. Ich sagte einzeln über die Kreuzung fahren oder etwa nicht. Ich muss dir ein Ticket geben, Tobi Turbo. Aber ich werde abgeschleppt. Hi Hector, komm mal hier runter zu mir. Hi Kasimir, kann ich dir bei irgendetwas helfen? Du bekommst einen Strafzettel für zu tiefes Fliegen. Zu tief? Was meinst du damit? Ich bin extra runtergekommen, weil du es mir gesagt hast. Beschwer dich nicht bei mir. Beschwer dich beim Bürgermeister. Es ist sein Job, Beschwerden anzunehmen. Tschüss. Zu viele Blumen. Zu viel Sand hier. Zu viele Streifen. Zu niedlich. Zu grün. Es muss etwas passieren. Wir müssen etwas unternehmen. Also ich bekam einen Strafzettel für Essen ohne Lizenz. Ich bekam einen fürs traurig aussehen. Und ich habe noch einen bekommen für zu häufiges Blinken. Bürger, beruhigt euch. Ich bin sicher, das lässt sich klarstellen. Eines Tages. Oh. Leute, hört, ignoriert die Strafzettel einfach. Die sind doch gar nicht echt. So, hier, Freundchen. Für das Belagern des Bürgermeisteramts. Was? So, alle Strafzettel sind verteilt, Paul. Meine Arbeit hier ist getan. Das kannst du laut sagen. Du solltest doch bei der Ampel bleiben und keine Strafzettel an Unschuldige verteilen. Hey, ich war fair. Ich habe mir sogar selbst einen Strafzettel gegeben wegen zu vieler Bandagen. Vergiss die Strafzettel, Kasimir. Du hast den größten Stau verursacht, den die Stadt je gesehen hat. Wirklich? Der größte? Das ist doch keine Leistung, Kasimir. Wir hatten fast einen Unfall. Es tut mir wirklich leid, alle zusammen. Es ist nur... Nun, ich wollte wirklich wissen, wie es ist, so nützlich zu sein wie Paulchen. Oh. Nun, niemand wurde verletzt, zum Glück. Weißt du was, Kasimir Krähe? Du darfst mit zur Rettungszentrale kommen und mir helfen, die Feuerwehrschläuche zu reinigen. Ehrlich? Wow! Bekomme ich eine Feueraxt? Ah. Voila! Fertig! Ich ernenne das jetzt zum besten Go-Kart überhaupt! Die Welt ist ein besserer Ort mit diesem erstaunlichen Stück von Kunstwerk. Ja, kunstvoll. Aber ist es schnell? Wir finden es raus. Yo, das ist ein quietschendes Go-Kart. Es braucht Öl. Lass uns rüber zu Andi gehen und welches leihen. Der Überland-Weltrekord kann noch ein bisschen warten. Ein platter Reifen? Wie mein Großvater immer sagte, ein Loch im Reifen ist teuer und schlimmer als Feuer. Allerdings würde Fiona Feuerwehr widersprechen. Ich bin gleich da. Andi scheint nicht hier zu sein. Er schleppt möglicherweise gerade jemanden ab. Wie mich letzte Woche. Und Donnerstag. Aber keine Sorge, wir leihen uns die Ölkanne. Leihen? Sollten wir nicht warten und ihn erst fragen? Ach, wir nehmen doch nur ein bisschen. Jetzt schmieren wir die Räder ein. Das reicht. Aber wir nehmen die Ölkanne besser mit für den Fall, dass das Quietschen zurückkommt. Nicht, dass jemand denkt, ich sei noch eine riesige Maus. Gut, okay. Aber dann bringen wir sie direkt zurück. Versprochen! Wie mein Großvater zu sagen pflegte. Um Himmels Willen! Trabidabidu, trabidabidi! Wow, das war knapp. Vielleicht sollte ich aufpassen, wo ich hinfahre. Robby, ermahne mich, besser aufzupassen. Ist das eine Maus, die ich da höre? Halt an, wir quietschen schon wieder. Siehst du? Zum Glück haben wir die Ölkanne dabei. Da hast du recht. Wo ist sie? Direkt in dem...
Sie war genau hier. Du hast sie verloren? Ich habe entweder die Ölkanne oder meinen Verstand verloren. Wo könnte sie sein? Das ist ja fürchterlich. Und Andi weiß nicht einmal, dass wir sie genommen haben. Wir gehen zurück und erzählen ihm, was passiert ist. Vielleicht kaufen wir ihm eine neue mit meinem Preisgeld. Preisgeld? Von den Rennen, die ich gewinnen werde. High five! So läuft's. Du bist fertig. So gut wie neu. Fühlt sich gut an, Andi, aber es quietscht so. Ist gar kein Problem. Ich hole einfach meine geliebte Ölkanne. Ich habe sie direkt hier. Hä? Meine Ölkanne ist weg! Aber sie war immer genau hier. Ich sah sie heute Morgen. Oh, oh, was sollen wir tun? Wir müssen ihm die Wahrheit sagen. Oh, vielleicht wurde sie gestohlen. Was? Diese Ölkanne ist mein wertvollstes Eigentum. Sie wurde mir von meinem Großvater vererbt und ihm von seinem Großvater. Was für eine schrecklich grausame Person würde das tun? Vielleicht ist es nicht nur einer. Vielleicht ist es eine Gruppe von Banditen, die durch die Nachbarschaft streunen und alle bestehlen. Eine Gruppe von Dieben? Oh nein! Wir rufen besser die Notfallzentrale an. Oh nein! Wenn wir nicht bald die Ölkanne finden, denken sie, wir haben sie gestohlen. Hat jemand meinen Ball gesehen? Er muss doch hier irgendwo sein. Meinst du etwa den? Ah, hey, mein Ball! Aber was hast du mit ihm gemacht? Hast du ihn dir etwa ohne zu fragen ausgeliehen, Fiona? Paulchen, das ist mein Ball. Den hast du dir so oft ausgeliehen, dass du denkst, es sei deiner. Dein Ball? Oh, du hast recht, Fiona. Also, kann ich ihn ein Weilchen ausleihen? Natürlich kannst du das. Notfalldienstzentrale? Ja? Oh, ich verstehe. Over and out. Hört zu. Andis Ölkanne ist gestohlen worden. Er braucht euch, um die Diebe zu finden. Oh nein, wir fahren besser zur Tankstelle. Denn es ist Zeit für Action! Wir hätten die Ölkanne niemals nehmen dürfen, ohne zu fragen. Was sollen wir jetzt tun? Ich sag dir was, wir finden sie. Dann schmuggeln wir sie in Andis Geschäft, damit er denkt, er hätte sie woanders hingestellt. Aber wir müssen sie vor Paul und Fiona finden, sonst wissen sie, sie wurde weggenommen. Sag, wo liegt denn hier das Problem, Andi? Meine Ölkanne wurde gestohlen, vielleicht von einer Gruppe streunender Diebe. Eine Gruppe von Dieben? Keine Sorge, Andi, wir lösen den Fall. Danke, Paulchen. In der Zwischenzeit stelle ich Einbrecherfallen auf. Ich möchte nicht nochmal bestohlen werden. Benny, hast du eine Ölkanne gesehen? Ungefähr so groß? Ölkannenform, voll mit Öl. Ich fürchte nicht, mein lieber Freund, excusez-moi. Peter, hast du eine Ölkanne gesehen? Grau, gemacht aus Ölkannenmetall? Nein, leider nicht, Kasimir. Aber ich werde darauf achten. Oh, das ist hoffnungslos. Oh nein! Spring! Puh, das war knapp. Warum flüchten wir denn vor Paulchen und Fiona? Somit sehen wir nicht schuldig aus. Wir folgen ihnen besser und sehen, wo sie hinfahren. Warum? Damit wir wissen, wie wir sie auf Abstand halten. Sehr gute Idee. Entschuldigung, Benny, aber weißt du etwas über eine vermisste Ölkanne? Ach du liebe Zeit, das muss dann die Ölkanne gewesen sein, nach der mich Kasimir Krähe gerade gefragt hat. Kasimir Krähe hat dich danach gefragt? Oh-oh. Was ist denn? Benny hat gerade Paul und Fiona gesagt, dass ich nach der Ölkanne gefragt habe. Keine Panik, das kann ja auch nur ein Zufall sein. Aber wir sind in Sicherheit, solange sie nicht auch noch Peter Post fragen. Hey, Peter Post, weißt du etwas von einer verschwundenen Ölkanne? Welcher Zufall, ja. Kasimir hat mich gerade gefragt, ob ich eine gesehen habe. Wir sind aufgeflogen! Kasimir Krähe, wir können dich sehen. Nein, könnt ihr nicht! Wir müssen dir nur ein paar Fragen stellen. Ja. Also gut, ihr beiden. Was geht hier vor? Spuck das aus, Jungs. Was wisst ihr über die verschwundene Ölkanne? Also gut, ich gestehe, wir waren es. Wir haben die Ölkanne ausgeliehen, aber sie dann verloren, bevor wir sie zurückgeben konnten.
Nehmt uns mit. Wir sind eine Schande für die Gesellschaft. Beruhige dich, Kleiner. Man darf nichts nehmen, ohne zu fragen. Aber wenn ihr uns jetzt helft, sie zu finden, wird keinem ein Haar gekrümmt. Es ist nur so, keiner hat sie gesehen. Es ist hoffnungslos. Hey, vielleicht nicht. Schau dir das an. Diese Spuren. Es sieht fast so aus, als wären sie aus Öl. Da oben, schaut mal. Die Ölkanne. Sie muss in den Baum geflogen sein, als wir gebremst haben. Spring auf meine Leiter, Kasimir. Ein weiteres Geheimnis wird gelüftet durch Kasimir. Können wir jetzt zu Andi gehen? Gute Neuigkeiten, Andi. Wir haben deine... Jetzt hab ich euch, ihr diebischen Diebe. Nun, wo ist mein... Ihr zwei? Hallo, Andi. Wir wollten nur deine Ölkanne zurückbringen. Kannst du uns rauslassen? Ja, tut mir leid, Andi. Wir haben deine Ölkanne geborgt, als du nicht da warst. Und dann verloren. Nun, Kasimir hat sie geliehen. Wollt's nur sagen. Hey, ich! Oh, in Ordnung. Ich habe sie verloren. Kannst du mir jemals verzeihen, Andi? Aber natürlich kann ich, Kasimir. Ich weiß, du wolltest meine Ölkanne zurückbringen. Ich bin froh, dass es keine Diebe waren. Wie mein Großvater immer sagte, suchst du was, das ich nicht sehe? Frage einfach eine freche Krähe. Ha, 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 ha